Ja, und damit willkommen zurück zu Gemini Heroes Reborn. Ja, es ist wirklich so, wie ich es mir ja nicht gedacht habe, aber wie ich wieder. Hallo? Sag mal. Also, wieso nimmst du denn jetzt die Kiste mit? Okay, pass auf. Ich muss eh wieder zurück, denn wir müssen wirklich zurück. Und ich habe keinen Wegpunkt. Andere haben Wegpunkte, ich habe keinen. Ich weiß nicht, wie ich diesen Wegpunkt hier aktiviere. Ich habe schon alles mal durchgedrückt, aber irgendwie passiert da bei mir nichts. Deswegen wundert mich das ein bisschen, weil ein anderer Let's Player auf YouTube hat hier wohl einen Wegpunkt. Der führt wieder zurück nach hinten. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist bei mir. Ach, halt die Klappe. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist bei mir. Denn man muss irgendwie wohl wieder hier zurück. Und muss wohl dann da oben. Da ist er. Jetzt ist er auf einmal da. Ich fasse es nicht. Ich werde bekloppt. So, jetzt die Frage, wie komme ich da hin? Und vor allem, wo ist der Wegpunkt? Und wir müssen definitiv wahrscheinlich wieder an den Wachen vorbei. Wo ich mein Glück wieder kenne. Even a broken watch is right twice a day. So, wir müssen wahrscheinlich jetzt wechseln. Oh, ich bin in der Zelle. Die können mir eh nichts. Haha. Ich gehe nochmal in die Vergangenheit. Vielleicht müssen wir auch darüber. Uah, das war knapp. Ja, das war richtig. Ach, stimmt. Ja, wir waren hier. Oh Gott, ich bin so hohl. Ich meine, das ist ja staatlich anerkannt. Aber nun gut. Ich bin ganz schön mutig, dass ich hier einfach wechseln, obwohl ich gar nicht gucke. Oh Gott, wie soll ich denn da hochkommen? Um Gottes Willen. Soll ich da hoch? Wie soll ich denn bitte... Jetzt geht's schon wieder los. Ich suche schon wieder... Alter! Wie soll ich denn... Ich geh nochmal in die Gegenwart. Control Room. Aber da komme ich nicht rein, ne? Nee. Kann ich auch nichts machen. Hier vielleicht? Nee. Nein. Ach, hier ist... Ach so, das ist der Gang, wo die vorhin waren, die Typen. Kann das sein, dass hier oben das Gitter ist? Wie soll ich denn... Jetzt mal ganz ehrlich, wie soll ich denn da oben hochkommen? Da werde ich sogar mit... Alter, mit Zeit verlangsamen werde ich da nie im Leben hinkommen. Ne. Oder muss ich doch einen anderen Weg finden? Ach, hier, schau mal. Sollte mich vielleicht häufiger umsehen. Um ein bisschen weiterzukommen. Das ist ja unglaublich. Naja, nun gut. Jetzt sind wir hier. Okay, ich schau mal. Bevor ich jetzt in die Gegenwart wieder tauche. Ah, okay. Dann müssen wir hier hoch. So, dann gucken wir mal. So, ducken. Ach nee, ist ein anderer Gang. Okay. Oh, da ist eine Wache. Müssen wir natürlich. Wir müssen hier hin. Und dann da hinten hin. Das muss ich natürlich schauen. Wie komme ich denn... Ah, alles klar, okay. Okay, in der Gegenwart steht der Typ hier. Hallo. I find this company's interest in tracking children just a little bit disturbing. Huch, hallo? Nein, wollte ich gar nicht. Okay, wir müssen da rein, so wie es aussieht. Müssen wir mal schauen. Und so, ich vermute mal, dass wir durch diese Tür müssen. Natürlich müssen wir schauen, dass wir hier... Ah, hier ist ein Generator. Kann man den anwerfen? Nein. Okay. Hätte ja sein können. So, ich schau mal. Da oben könnte man reinspringen. Ich probiere es mal. Nein, da kommt sie nicht dran. Wo ist der... Oh Gott, da sind auch noch zwei Wachen. Hier ist keine Wache. Ja, da ist keiner. Frage natürlich ist, kommen wir ungesehen einfach durch die Tür? Wahrscheinlich nicht, ne? So ich mein Glück kenne. Jetzt läuft er auch noch hier lang, oder? Ne, wo ist er denn? Ah, der patrouilliert hier. Verdammt, so ein Mist aber auch.
Und ich brauche irgendwas zum Werfen. Ich nehme mal den Generator. Pass auf. Ach, der ist... Oh Gott. Der ist ja allerdings gar nicht da. Na. Der ist ja in der Gegenwart ja gar nicht da, der Generator. Stimmt ja, verdammt. Das heißt, ich muss meine Chance nutzen, wenn die beiden weg sind, dass ich einfach versuche, mal irgendwie da reinzukommen, wenn die sich weg... Ah, jetzt zum Beispiel. Komme ich nicht rein. Okay, das ist ja schon mal super. Feier ich ein bisschen. Huch, wo ist er hin? Huch, Alter. Na, nimm den Stuhl. Nimm den Stuhl. So, das war's mit den beiden. Kann die Musik sich mal wieder ein bisschen beruhigen? Jetzt können wir uns ja in Ruhe umsehen. Wir müssen auf jeden Fall in diesen Raum. Und jetzt pass mal auf, das ist mit Sicherheit, ist es oben durch das Gitter springen. Und ich habe es einfach nur nicht geschafft. Weil anscheinend... Ah, okay. Alles klar. Ich verstehe. Wir brauchen den Generator tatsächlich. Aber wie kann ich den mitnehmen? Ach, wie cool ist das denn bitte? Das ist ja geil. Ich wusste gar nicht, dass man Sachen mitnehmen kann in die Gegenwart. Das ist ja interessant. So, kann ich den... Hallo? Na? Was knistert denn hier so? Das ist aber merkwürdig. Wie kann ich denn hier das Knöpfchen drücken? Hallo? Hallo? Ja, ich stelle mich mit den Füßen drauf. Ist bestimmt... Erstmal draufwurzeln auf den Knopf, dann funktioniert der bestimmt. Oder müssen wir jetzt hier einfach raufklettern. Nach oben. Aber dann kommen wir ja wieder zurück. Ah, wir brauchen bestimmt den Generator hier jetzt. Ah, okay. Verstehe. Ah, warte mal. Wir müssen den Generator da reinkriegen. Und wir müssen draußen die Tür... wir müssen die Tür hier aufmachen. Kann ich irgendwas vor der Tür stellen? Geht das? Dass die Tür nicht zugeht? Ich probiere es mal. Warte mal. Nein, natürlich nicht. Kriege ich den hier so mit rein? Komm! Nein. Scheiße. Na toll. Wie kriegen wir den Generator denn hier rein? Frage ich mich gerade. Wie können wir denn hier... Na! Na, was machst du denn da? Alter, lass das rumgehampel. Wie kriegen wir den Generator da rein? Und dass die Tür aufbleibt gleichzeitig, weil wir können nur einen benutzen. Was ist das für ein komisches Geräusch? Das ist irgendwie ein Bug, oder? Kann das sein? Warte mal, wir können hier rausklettern, ne? Es besteht aber nicht die Möglichkeit, dass wir den Generator dort oben reinschmeißen, weil dann kommen wir ja nicht durch die Tür. Warte mal eben, ich probiere mal was. Hallo? Gehst du wohl? Ich probiere mal eben, ob wir vielleicht doch da hochkommen, also hochgesprungen kommen. Geht das irgendwie? Ne, ich glaube nicht. Dann wäre es nämlich, glaube ich, zu einfach, in den Raum zu kommen. Die Frage ist natürlich jetzt, was bewirkt denn der Bereich da hinten? Haben wir da schon Strom drauf gemacht? Ach, hier ist gar nichts, okay. Aber wie kriegen wir denn den Generator da rein? Das ist aber merkwürdig. Weil wir brauchen den definitiv für hier. Ja, I'll fix that. Ich kümmere mich drum. Frage ist nur, wie? Wie können wir die Tür offen lassen? Boah, dieses Geräusch, ne? Es ist überhaupt nicht nervig. So,
So, haben wir denn hier eine Möglichkeit, irgendwie reinzukommen, ohne oben drüber? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Okay, der Generator hier oder beziehungsweise die Schaltanlage oder die Schalttafel da, die existiert in der Vergangenheit auch nicht mehr. Das ist echt merkwürdig. Das ist echt irgendwie strange. Weil wie kriege ich denn... Okay, sobald er da weg ist... Habe ich den... Na, natürlich nicht. Das wäre jetzt ein Wunder gewesen, wenn das geklappt hätte. Ach, Moment. Ich bin so hohl, ne? Ja, bevor ihr jetzt unter die Kommentare schreibt, ich weiß es. Ich habe die Lösung. Ich habe die Lösung. Ich vergesse immer wieder, dass ich die Zeit ja verlangsamen kann. Ich vergesse das immer wieder. Ich vergesse das immer wieder. Das ist so eine Fähigkeit, die man echt gut braucht. Oh oh. Oh oh. Die Typen sehen echt nach Ärger aus. Oh oh. Ein besonderer Gegner. Ich habe Angst. Die Frage natürlich jetzt ist, wo sind die? Und wo müssen... Okay, wir müssen hier lang. Toll, weißt du, das war die Tür, wo wir nicht reingekommen sind. Ich frage gar nicht erst. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Kommen wir da eigentlich in der... Huch, ist es dunkel hier. Okay, in der Vergangenheit kommen wir gar nicht weiter. Das heißt, wir müssen durch diese Tür und die Gegner stehen da. Und ich wette mit dir, dass wir den nicht aufnehmen können, sondern wir können den nur irgendwie mit irgendwas beschmeißen. Ich nehme mal hier den Rechner mit, den alten, gammeligen. Was ist das denn hier? Ah, das ist ein Stromkasten. Okay, ich dachte schon. Okay, wir müssen unten runter. Das Schöne ist, wir können da jetzt eigentlich einfach in der Vergangenheit einfach hier runterhüpfen. Und wir müssen durch diese Tür. Und ich glaube, ich habe die Vermutung, dass diese Tür wahrscheinlich erst aufgeht, sobald wir Gegner erledigt haben oder sobald wir irgendwas aktiviert haben an Strom. Jetzt frage ich mich, ach guck mal an, da steht er. Der Master Chief. Oh mein Gott. Ich schleiche mich mal zur Tür. Hier führt kein Weg hindurch. Super. Und jetzt, das heißt... Ja, schön. Ich muss... Ja, ist doch gut. Jetzt halt den Bubble. Das sind zwei von den Affen. Da hinten ist wieder ein Stromkasten. Vielleicht müssen wir erst Strom aktivieren. Alter, dieses Geräusch, na. Wisst ihr was? Warte mal eben. Ganz ehrlich, ich lade das mal eben hier vom letzten Kontrollpunkt aus. Das geht gar nicht. Also das ist irgendwie ein Soundbug gerade gewesen. Also die ganze Zeit... Oh, oh. Ich sehe mir beinahe selber voll gerotzt. Das geht gar nicht. Das ist irgendwie... Ich weiß auch gar nicht, wie viele Stufen es gibt. Also ich glaube, es geht noch sehr, sehr lange. Soweit, wie ich das auch in dem Video gesehen habe, wo ich mir da so ein bisschen die Hilfe geguckt hatte, war das so ein bisschen so, dass das noch ganz schön lange geht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also den Titel, Hut ab. Also da werden wir noch ein bisschen Spaß haben. Und ich finde das Spiel ganz cool. Also es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und wie gesagt, ich hatte ja gesagt, dass ich das im Let's Play weitermache. Vielleicht im Stream, vielleicht auch so privat. Und jetzt mache ich das jetzt mal privat ein bisschen weiter. So, dass auch ein paar Folgen, weil ich habe ja wieder nichts für YouTube. Und wie gesagt, mit Far Cry weiß ich es natürlich nicht momentan. So, wie schaut aus? Muss ich jetzt hier Strom anmachen? Ne, da kann ich jemanden reinschmeißen. Ich frage mich natürlich... Ja, hallo. Nein, was? Die? Oh, ich habe schon gerade die Tür zu. Ich frage mich natürlich gerade, wie wir... Wo wir, was wir, wie auch immer wir weiterkommen. Ah ja, okay. Also durch die Tür kommen wir schon mal nicht, das ist klar.
Die Frage ist, warum kommen wir durch die Tür nicht? Hat einer von den beiden Schlüssel?